Gesunde Ernährung, viel Obst, viel Gemüse, viel Bewegung, Sport und so. Ich kenne euch doch. Darauf habt ihr doch überhaupt keinen Bock. Ihr wollt den kleinen, schnellen Hack, um euren Körper zu überlisten. Und ausnahmsweise gebe ich euch heute 3 Hacks, wie ihr euren Körper überlisten könnt. Eine ausgewogene Ernährung ist natürlich total wichtig, aber heute geht es wirklich um so kleine Hacks. Hack Nummer 1. Schneller satt werden. Das wäre doch schön, oder? Wenn wir schneller satt werden könnten, ohne mehr zu essen. Dann würden wir ja wahrscheinlich weniger zu uns nehmen und Fett verbrennen und ohne großen Aufwand einfach schlanker werden. Deswegen gucken wir uns jetzt mal den Sättigungsprozess an. Wir werden satt unter anderem, indem Dehnungsrezeptoren in unserem Magen auf Dehnung reagieren. Also wenn wir was essen, dann werden wir durch die Dehnung des Magens satt. Das dauert aber einen Moment. Das dauert so 20 bis 30 Minuten. Und vielleicht kennst du das, du hast was gegessen und erst viel später wird dir klar, wie viel du gegessen hast und du fühlst dich voll. Das ist aber nicht die ganze Wahrheit. Wir werden nicht nur durch Dehnungsrezeptoren satt, also erst, wenn wir was gegessen haben, sondern schon davor, schon während wir kauen, wären wir satt, beziehungsweise manchmal sogar durch Dämpfe. Das ist aber noch nicht so zu 100% wissenschaftlich belegt, aber vielleicht kennst du das. Ja, wenn du selber was kochst, du nimmst diese ganzen Dämpfe beim Kochen wahr und probierst vielleicht auch mal was, dann hast du viel weniger Appetit auf das Essen, als wenn ein anderer was kocht. Schreib mir mal in die Kommentare, ob du das kennst. Wenn wir das doch wissen, dann macht es doch Sinn, circa eine halbe Stunde vor dem Essen ein großes Glas Wasser zu trinken, damit die Dehnungsrezeptoren schon mal reagieren und signalisieren, hey, du bist jetzt satt. Zusätzlich würde ich dann noch empfehlen, eine Handvoll Obst oder Gemüse zu essen, so dass wir schon vor einer großen Mahlzeit ein bisschen was gegessen und gerochen und geschmeckt haben, damit wir eben schneller satt sind und nachher nicht zu viel in uns reinstopfen und später merken, dass wir viel zu voll sind. Hack Nummer 2. Thermic Effect of Food. Ihr habt doch bestimmt schon mal gehört, dass Eiweiß viele nützliche Funktionen im Körper hat. Und ich muss sagen, das stimmt tatsächlich. Leider kursieren im Internet auch viele Unwahrheiten. Jetzt will ich aber mal auf eine Sache eingehen, die es aber tatsächlich gibt, nämlich den sogenannten Thermic Effect of Food. Ihr wisst ja, wenn wir Nahrung zu uns nehmen, werden diese Kalorien verbrannt wie in einem Brennofen, richtig? Falsch! Die Kalorien werden nicht verbrannt. Und dieser Brennofen, der existiert nicht, sondern Nährstoffe werden ineinander umgewandelt. Proteine, Kohlenhydrate und Fette werden ineinander umgewandelt und dabei wird Wärme bzw. Energie frei. Und diese Umwandlung, die kostet unseren Körper natürlich Energie. Und jetzt kommt's, wenn wir Fett zu uns nehmen, kostet diese Umwandlung so gut wie gar keine Energie. Bei Kohlenhydraten nur ein bisschen und bei Eiweiß ca. 30% der eigenen Kalorien. Das bedeutet, wir können mehr Eiweiß zu uns nehmen, um so etwas satter zu werden. Unser Körper braucht mehr Energie, um dieses Eiweiß umzuwandeln bzw. zu verwerten, als zum Beispiel bei purem Fett. Mir ist aber wichtig zu sagen, es geht hier nicht um Eiweißpulver. Das könnt ihr nehmen, wenn ihr wollt, ja, aber ihr könnt genauso gut das Eiweiß durch eure Ernährung zuführen. Integriert einfach mal eiweißreiche Lebensmittel in eure Ernährung, egal ob Kichererbsen, Scampis, Bohnen, Fleisch, Quark. Das sind alles Eiweißquellen. Euer Körper braucht bei eiweißreicher Ernährung mehr Energie, um die Kalorien zu verbrauchen. Hack Nummer 3. Mehr schlafen. Das ist doch toll, oder? Du musst gar nichts mehr machen und musst einfach nur mehr schlafen. Das ist tatsächlich so, denn wenn wir weniger schlafen, regt das unseren Appetit an. Hat so ein bisschen mit den Hormonen Ghrelin und Leptin zu tun. Vielleicht kennst du das auch, du kannst mal nicht gut schlafen, wachst auf und hast Bärenhunger. Ich kenne das total gut, dann könnte ich morgens schon eine Putenkeule essen oder Gänsebraten, wenn ich wirklich wenig schlafe. Es klingt komisch, aber wenn du ausreichend schläfst, wirst du schneller Fett verbrennen und bist auch weniger hungrig. Außerdem ist es noch so, dass wir bei wenig Schlaf Muskulatur abbauen. Muskulatur ist ja, ich sag jetzt mal, die Brennstoffzelle für unsere Kalorien und wir wollen natürlich viel Muskulatur haben. Nicht nur, weil die toll aussieht, sondern weil die auch Fett verbrennt. Also achte einfach darauf, viel zu schlafen. Wie viel ist tatsächlich eine individuelle Sache. Ja, man kann natürlich auch zu viel schlafen, kann von allem grundsätzlich immer zu viel machen. Die Empfehlung ist so 6 bis 8 Stunden, ja, individuelle Sache. Aber das ist doch ein cooler Hack, oder? Du musst noch nicht mal was machen, du musst einfach nur mehr schlafen und du wirst dadurch mehr Fett verbrennen und weniger Muskel verlieren und weniger
hungrig sein. Das waren 3 Hacks für deine Ernährung. Wenn du Part 2 willst, schreib in die Kommentare. Oder wenn du einen Hack hast, den ich vielleicht noch nicht kenne, schreib den auch gerne in die Kommentare. In diesem Sinne sehen wir uns nächste Woche.